Die Entwicklung von Kindern wird durch das Zusammenleben mit Hunden positiv beeinflusst. Darüber gibt es mehrere Studien. So verbringen beispielsweise diese Kinder wesentlich mehr Zeit in der Natur und das wiederum wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Zudem haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass diese Kinder weniger aggressiv sind. Hunde tun also Kindern gut. Aber Kinder tun nicht immer den Hunden gut. Hunde empfinden häufig Stress im Zusammenleben mit Kindern, vor allen Dingen in den besonderen drei Entwicklungsphasen. Alt-1 natürlich Baby. Das sind möglicherweise Beutetiere, die in den Hundehaushalt hineinkommen und der Hund muss es erstmal lernen, dass die nicht zu jagen sind. Alt-2 das Krabbelalter. Distanzlose Monster, als solches empfinden die Hunde die Kinder. Sie richten sich an ihnen auf, sie stechen ihnen in die Augen, ziehen an den Ohren und Schwänzen. Und natürlich dann die Phase 3 im Alter zwischen 3 und 6. Da wird getestet, da werden Grenzen getestet, auch mal Schmerzen zugefügt, ohne dass sie es bewusst wollen. Laut Deutschem Ärzteblatt werden jährlich 30.000 bis 50.000 Kinder durch Hunde verletzt. Laut Statistik sind vorwiegend Jungen im Alter von 3 bis 6 Jahren gefährdet. Am häufigsten werden sie vom eigenen oder vom Nachbarshund gebissen. Hier ein paar Beispiele aus unserem Archiv. Im Salzlandkreis hat ein Rottweiler ein 4-jähriges Mädchen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Nur einen Tag zuvor hatte ein Hund in Kalbe ein Mädchen schwer verletzt. Ohne Leine soll der Schäferhund-Mischling hier in Kalbe unterwegs gewesen sein, bevor er einen 9-Jährigen angriff. Auch in Heidenau musste ein Kleinkind nach einem Hundebiss sofort ins Krankenhaus. In Gößnitz wurde ein Junge mehrmals ins Gesicht und in die Beine gebissen. Mit seinen 4 Jahren könnte auch Noah statistisch gesehen Opfer werden. Er tobt gern mit Emma im Garten, rauft mit ihr und rennt ihr allzu gern hinterher. Und genau darin liegt die große Gefahr. Das kann tatsächlich zur spielerischen Aggression führen. Das heißt, der Hund kann es falsch verstehen und zubeißen. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt. Auch hier im Falle von Noah. Die Emma hat ein ganz, ganz dickes Fell. Sie hat eine hohe Frustrationstoleranz. Das heißt, Noah lernt hier in diesem Fall, jeder Hund ist so friedlich und hat so ein dickes Fell wie Emma. Und das ist nicht so. Das heißt, diese Kinder sind gefährdet vom nächstbesten Hund, der nicht so viel Toleranz gegenüber Kindern zeigt, gebissen zu werden. Hinzu kommt, dass Kinder die Hundesprache nicht verstehen. Dieser Hund zum Beispiel sagt mit seinem Knurren deutlich, fass mich bloß nicht an. Wird dieses Drohverhalten ignoriert, endet das nicht selten mit einem Biss. Und da kommen die Erwachsenen ins Spiel. Sie sollten Kinder unter 12 Jahren niemals auch nur eine einzige Sekunde mit dem Hund allein lassen. Außerdem sollten sie klare und kindgerechte Regeln aufstellen. Das heißt, am Anfang ist es schön, sie einfach behutsam hier im Rücken zu streicheln. Hier, die Krabbel, da macht das Spaß. Genau, das macht Spaß. Aber wenn die Emma weg will, dann nicht hinterher rennen. Verstehst du? Immer weglassen und die Rute auch nie anfassen. Ne? Also den Schwanz nicht anfassen. Stopp, die kommt wieder, Noah. Siehst du? Die kommt wieder. Und da kann man streicheln. Natürlich müssen auch Hunde lernen, wie sie mit Kindern umzugehen haben. Emma zum Beispiel darf weder Noah noch seine kleine Schwester Ella anspringen. Für die Labradorhündin ist das absolut tabu. Ja, liebe Eltern, wenn Sie einen Anspringhund haben, einen Flummi, der auch Ihre Kinder gerne anspringt, dann ist es Zeit für ein Anti-Anspring-Training. Das bedeutet, Ihren Kindern zu demonstrieren, wie man richtig darauf reagiert. Das bedeutet, man wird zum Baum, einfach stehen bleiben, der Hund springt an, keine Reaktion. Oder man dreht sich weg. Das ist für Kinder vielfach angenehmer, weil sie tatsächlich noch eine Bewegung machen können. Und wenn die Kinder innerhalb des Sandkastens bedrängt werden von dem anspringenden Hund, dann ist der Igel ganz, ganz gut. Das heißt, man macht sich zur Kugel, man demonstriert es den Kindern, man ist uninteressant, man bewegt sich nicht mehr und der Hund lässt von den Kindern ab. Zudem sollten Eltern für Hund und Kind Tabuzonen schaffen. Im Fall von Noah und seiner Schwester sind das Kinder- und Schlafzimmer, also die Räume, in denen die Kinder sich am meisten aufhalten. Emmas Körbchen wiederum ist für die Geschwister tabu. Hier kann sie sich zurückziehen, wenn sie ungestört sein möchte. Regeln aufzustellen ist ganz, ganz wichtig. Und die Regeln sind wichtig für das Kind und für den Hund natürlich. Und diese Regeln sollten eingehalten werden. Das heißt, die Eltern müssen diese Regeln durchsetzen, kontrollieren. Also Fazit, immer dabei bleiben, dann kann nichts passieren. Kinderspielzeug ist für Hunde tabu. Deshalb, auch wenn es schwerfällt, sollte es niemals rumliegen. Für die Kinder wiederum sind Hundespielzeug oder Hundeknochen tabu.
Denn das sind alles Dinge, die möglicherweise ein Hund verteidigen will. Und diese unnötige Eskalation kann man ganz einfach vermeiden. Ja, Stichwort Fütterung. Ich würde Kinder bis zu 3 Jahren natürlich erstmal nicht anwesend sein lassen, wenn der Hund gefüttert wird. Das heißt, trennen. Tür zu, Hund alleine füttern. Später, so mit 4, 5 Jahren, können die Kinder dabei sein. Das heißt, in Verbindung natürlich mit dem Elternteil. Die Eltern stehen dahinter. Auch aus der Hand des Kindes kann dann Futter vom Hund genommen werden. Und ganz, ganz wichtig, ich würde die Futterschale einfach wegräumen. Denn die kann immer mal zu Krisen und Konkurrenzsituationen führen. Diesen Umgang mit Hunden können Kinder spielerisch erlernen. Dr. Ronald Lindner empfiehlt dafür das interaktive Computerspiel Der blaue Hund. Hier werden verschiedene Alltagssituationen gezeigt, in denen Kinder zwischen 2 Entscheidungen wählen können. Nur eine ist richtig. Und wenn jetzt irgendwas passiert, dass das Eis runterfällt, nicht aufheben, lieber nach der Mama rufen, wenn der Hund dir irgendwas wegnehmen will. Ja? Die Mama regelt das. Also nie mit dem Hund in irgendeiner Situation rangeln oder irgendwas. Lass lieber das Eis fallen. Ja, wir machen mal den Pfeil. Mal sehen, ob wir recht haben. Mal sehen, was dann der Hund macht. Siehst du? Hier. Er lässt es fallen. Dann ruft er die Mama. Und was passiert? Der Junge kriegt ein neues Eis und der Hund kriegt seinen Knochen. Ja, und nichts ist passiert. Das ist ganz wichtig. An diesem Spiel hat ein internationales Team aus Tierärzten, Kinderärzten, Psychologen und Pädagogen 5 Jahre lang gearbeitet. In Deutschland kann das Computerspiel und das Begleitbuch über die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft, kurz DVG, erworben werden. Noah, ich glaube, du hast alles richtig. Das ist sensationell. Du bist 4 Jahre, du hast den Test wunderbar geschafft. Und liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, ja, so ein Thema war immer mal wichtig für mich, dass ich einfach auch eine Möglichkeit habe, noch meinen Kind- und Hundhaushalt zu optimieren, freut mich das natürlich. Und wenn Sie sagen, ich habe ein ganz anderes Problem, einfach nur schreiben.